Lipödem oder auch Reiterhosensyndrom genannt. Betroffen sind in erster Linie Frauen, Männer sehr selten. Das war einer der Gründe, warum ich meine Kollegin Bea Danielsmeier zu Dr. Ingo Kuhfuß geschickt habe. Dr. Kuhfuß ist Leiter der plastischen und ästhetischen Chirurgie im St. Josephs Hospital in Hagen. Mein Name ist Christian Beers. Ich bin Leiter der Unternehmenskommunikation und des Marketings im Katholischen Krankenhaus Hagen. Herausgekommen ist ein wirklich interessantes Video. Auf geht's! Herr Dr. Kuhfuß, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben einen Leseraufruf gestartet bei der Westfalenpost in Hagen und uns sind einige Fragen zum Thema Lipödem zugetragen worden. Und zum Einstieg vielleicht erstmal eine kurze Definition: Was ist ein Lipödem überhaupt? Also bei einem Lipödem handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die nur Frauen betrifft. Dabei kommt es zu einer symmetrischen Vermehrung von Fettgewebe an den Extremitäten, meistens an den Oberschenkeln, häufig in dem Reithosenbereich, aber häufig auch an den Unterschenkeln, seltener an den Armen. Die Krankheit schreitet chronisch fort und wird in mehrere Stadien eingeteilt, Stadium 1 bis 3, und danach richtet sich auch in den allermeisten Fällen die Therapie. Und was begünstigt diese Krankheit? Also es ist eine Erkrankung, die wie gesagt nur bei Frauen auftritt. Sie hat sicherlich, ist sie assoziiert mit den weiblichen Geschlechtshormonen. Deswegen tritt sie häufig auch eben in Stadien der Hormonumstellung auf, also zum Beispiel nach der Pubertät oder nach der Schwangerschaft oder auch nach der Menopause. Man kann nicht sagen, dass es irgendeine Prädisposition dafür gibt. Nicht selten ist sie verbunden auch mit einem gewissen Übergewicht, wobei das Lipödem ganz klar von der Adipositas abzugrenzen ist. Wie genau kann ich das als Laie erkennen? Also die Adipositas ist ja relativ klar definiert durch die Bestimmung des Body Mass Index. Da kann man eben sagen, ab einem bestimmten Body Mass Index beginnt die Adipositas. Die ist häufig eben verbunden mit dem Lipödem. Das Lipödem selber betrifft aber durchaus auch Frauen, die keine Adipositas haben. Das Lipödem ist eine Fettgewebsvermehrung, die sich durch Diät oder auch Gewichtsreduktion nicht beeinflussen lässt. Das heißt also, wenn man davon betroffen ist, dann nimmt man zum Beispiel am Körperstamm deutlich ab in der Diät. Allerdings würden die Extremitäten, meistens die Beine, einfach in Anführungszeichen dick bleiben. Zusätzlich klagen die Patienten natürlich auch über sehr schwere Beine, über schwere Gefühl der Beine, aber auch über Schmerzen und auch über eine Blutergussneigung, was nicht unbedingt ein Symptom der Adipositas ist. Eine Frage unserer Leserin war, ob es eine langfristige, dauerhafte Therapie zu dieser Krankheit gibt oder ob schlichtweg eine Fettabsaugung die einzige Lösung am Ende ist. Also grundsätzlich ist es so, dass man vor einer operativen Therapie immer die konservative Therapie ausgeschöpft haben sollte. Und die konservative Therapie besteht aus einmal entstauenden Therapien, die durch Lymphdrainagen oder auch Physiotherapie durchgeführt werden sollen, aber auch durch das konsequente Tragen von Kompressionswäsche. Erst wenn die konservative Therapie nicht zum Erfolg führt, also heißt, die Patientin nicht dauerhaft deutlich schmerzgelindert bzw. in ihren Beschwerden deutlich gelindert ist, dann würde man über eine Liposuktion, also über eine operative Therapie sprechen. Es ist eine Frage gekommen, da heißt es, dass diese Krankheit erst nach einer Krampfader-OP aufgekommen ist. Ist das typisch oder gibt es da einen Zusammenhang? Ich würde sagen, es ist eher ungewöhnlich. Ja, es ist so, dass ich gerne Patienten, die eben ohne Diagnose sozusagen oder mit der eigenen selbstgestellten Diagnose Lipödem zu mir kommen, zunächst mal zu den Angiologen bzw. auch zu den Gefäßchirurgen schicke, um eben Erkrankungen des Venensystems vor allen Dingen auszuschließen, weil die Symptome häufig ähnlich sein können. Ja, dass die Krampfaderoperation aber das Lipödem auslöst, halte ich für eher unwahrscheinlich. Das scheint auch so, was bisher über den Pathomechanismus der Erkrankung bekannt ist, eher unwahrscheinlich und eher unklar zu sein. Ich kriege erste Anzeichen zur Krankheit. Was genau kann ich jetzt tun? Ja, also so wie bei jeder Krankheit steht als erstes mal die Diagnose im Vordergrund. Und die Diagnose wird beim Lipödem klinisch gestellt.
Das heißt, ich würde empfehlen, zunächst eine Vorstellung beim Hausarzt, eventuell dann eine Überweisung zum Gefäßchirurgen oder Angiologen, um eben andere Erkrankungen des Gefäßsystems, insbesondere der Venen, auszuschließen. Wenn das sicher ausgeschlossen ist und die typischen Symptome bestehen, wie Hämatomneigung, schmerzhafte, schwere Beine, Druckschmerzhaftigkeit, insbesondere an den Oberschenkelaußenseiten, symmetrische Fettgewebsvermehrungen, dann würde ich mich vorstellen, bei einem plastischen Chirurgen zum Beispiel oder auch nochmal bei dem Angiologen mit zunächst mal der Bitte um Einleitung der konservativen Therapie, eben Verordnung von komplex entstauenden Therapien, von Kompressionswäsche. Und erst wenn das eben zu keiner wirklichen Hilfe geführt hat oder zu einer keiner wirklichen Linderung geführt hat, dann würde ich eine Fettabsaugung durch einen plastischen Chirurgen empfehlen. Wenn ich dann als Lösung für mich tatsächlich in Betracht ziehe, zu Ihnen zu kommen, benötige ich dann eine Überweisung von meinem Hausarzt oder wie komme ich zu Ihnen? Also das ist ein bisschen schwieriger sozusagen. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Und zwar ist es so, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, das Lipödem wird in Stadien eingeteilt. Mhm. Seit diesem Jahr ist es so, dass die Krankenkassen bei einem Lipödem im Stadium 3 die Behandlungskosten übernehmen. Mhm. Diese Patienten, die tatsächlich nachgewiesenerweise ein Lipödem im Stadium 3 haben, können mit einer Überweisung bzw. auch mit einer Einweisung vom Hausarzt zu mir kommen in die Sprechstunde und wir können eine Fettabsaugung planen. Für Patienten, die ein Lipödem im Stadium 1 oder 2 haben, bei denen es im Prinzip bei einer Vorstellung bei mir um eine Fettabsaugung geht, denn auch schon in den früheren Stadien kann man das durchaus durchführen, eine Fettabsaugung, die kann ich leider nicht mit einer Überweisung behandeln, weil hier die Krankenkasse die Kostenübernahme ablehnt. Diese Patienten müssten sich tatsächlich dann bei mir privat vorstellen. Wenn ich jetzt also bei Ihnen vorstellig werden möchte, ohne Unterstützung der Krankenkasse, was kommen da für Kosten auf mich zu? Das ist sicher eine Frage und die andere auch, wenn ich mich für eine Fettabsaugung entscheide, was sind das für Risiken? Also es ist ja eine sehr komplexe Frage. Also zunächst mal zum ersten Teil. Die Kosten für die Beratung und Besprechung und Aufstellung Therapieplan liegen in der Größenordnung von 40 Euro. Das ist Abrechnung nach GOE, also nach der Gebührenordnung für Ärzte. Mhm. Was jetzt die Fettabsaugung betrifft, so handelt es sich dabei ja um einen Eingriff, der sich bei einem Lipödem etwas unterscheidet von der in Anführungszeichen klassischen schönheitschirurgischen Fettabsaugung. Bei einer Fettabsaugung beim Lipödem geht es ja darum, möglichst eine große Menge des Fettgewebes zu entfernen, um damit den Druck aus dem Gewebe zu nehmen und damit die Schmerzhaftigkeit zu reduzieren, sodass die Menge an Fettgewebe, die dabei abgesaugt wird, häufig deutlich größer ist, als es bei einer ästhetischen Operation wäre. Daraus ergeben sich natürlich auch etwas andere Risiken. Einmal ist es in den meisten Fällen so, dass bei wirklich großen Absaugungen beim Lipödem würde ich diesen Eingriff nur unter stationären Bedingungen durchführen, während ästhetische Absaugungen durchaus ambulant durchgeführt werden können, weil einfach die Absaugmengen, wie schon gesagt, größer sind und bei größeren Mengen kann es auch mal zu etwas mehr Blutverlust kommen beziehungsweise auch zu einer stärkeren Verschiebung der Elektrolyte, also der im Blut gelösten Mineralien, was unter Umständen schon zu Kreislaufproblemen führen kann. Ja, hinzu kommt, dass bei einer wirklich Absaugung von großen Mengen an Fettgewebe das Risiko, dass danach Unregelmäßigkeiten in der Haut entstehen, deutlich größer sind, mhm, als es bei einer ästhetischen Absaugung wäre. Das sind so die wesentlichen Risiken, die sich von den allgemeinen Operationsrisiken für eine Fettabsaugung etwas abgrenzen und unterscheiden. Okay. Eine Frage war noch, wie lange muss ich bei Ihnen auf einen Termin warten und warte ich besser, bis ja, die zweite Corona-Welle so ein bisschen wieder abgeflacht ist? Also wir haben im Augenblick Vorlauf für Termine ungefähr so in der Größenordnung von 3 Wochen. Ja? Mhm. Sie können jederzeit kommen. Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept hier. Ich glaube, dass das Risiko für eine Infektion wahrscheinlich im Supermarkt größer ist, als es hier bei uns im Krankenhaus ist.
Jeder, der hier zu uns hinein möchte, wird einmal Fieber gemessen, es werden Krankheitssymptome abgefragt und wenn es tatsächlich zu einer Operation kommt, wird auch nochmal ein Covid-Abstrich gemacht. Also von daher ist das Risiko, sich hier mit Covid zu infizieren, eher gering und im Augenblick ist es auch nicht so, dass wir aufgrund von Corona-infizierten Patienten hier ein Versorgungsproblem hätten, sondern im Augenblick kann jeder Patient mit Beschwerden ohne Bedenken zu uns kommen. Die nächste Frage ist, gibt es auch eine Selbsthilfegruppe in Hagen? Ja, es gibt eine Selbsthilfegruppe. Die Ansprechpartner kann man über die Seite der Stadt Hagen Selbsthilfegruppen aufrufen. Mhm. Die, soweit ich informiert bin, treffen die sich in Haspel am Mops, glaube ich. Aber wie gesagt, am besten unter der Stadt Hagen Selbsthilfegruppe Seite googeln, das findet man. Alles klar. Ja, herzlichen Dank. Das waren unsere Leserfragen. Super, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch in dieser Zeit gerade. Und wir hoffen, dass wir dadurch auch vielen Leuten da draußen Mut gemacht haben, dass sie wirklich mit den beschriebenen Beschwerden wirklich auch Hilfe suchen. Ja, sehr gerne. Danke.